Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Figuren-Review von Transformers Prime Voyager Ultra Magnus. Ach, eine schöne Figur. Endlich ein Ultra Magnus, wie er wirklich sein sollte. Ultra Magnus kam schon einmal in der Transformers Prime Line heraus als Figur. In seiner damals sehr bulky Figur. Eigentlich ein sehr schöner Mold mit sehr schönen Elementen, der dem Hammer, der zu einer Kanone wurde. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, nein, eine grausame Figur, wo ich auch mich weigere, ein Review zu machen, denn sie ist ja grausam, die Elemente, ich sag mal, Hasbro hat selbst gemerkt, dass hier etwas falsch lief. Deswegen haben sie eine neue Version von ihm rausgebracht, haben ihn endlich so gestaltet, wie er auch quasi in der Serie ist, wie er sein sollte. Eine tolle Figur. Optisch mit seinen großen Kapillarschultern, dem Hammer des Primes, leider in einem schlichten Silber, trotzdem sehr toll gehalten. Sehr originalgetreu von der Form auf jeden Fall. Farbe gut, okay. Es gibt ihn mittlerweile auch in durchsichtig, finde ich schöner. Allerdings müsste man ihn dazu kaufen, in Deutschland leider nicht erhältlich. Dazu kommt ein schönes großes Jetpack mit zwei Raketen, die ich auch später nochmal erläutern werde, wofür sie gut sind. Das Jetpack an sich kann man abnehmen, komplett. Die Figur selbst wird geliefert, wie immer, mit einer sehr schönen Packung. Mit dem Fahrzeugmodus, mit dem Robotermodus. Allerdings hier, wie immer, typisch Hasbro, Fehler machen sie immer. Der Fahrzeugmodus ist ja mit einer offenen Kühlerhaube, Kühlergrill, wie auch immer, abgelichtet worden. Ja, man kennt es ja von Hasbro. Fehler werden leider öfters mal gemacht. Allerdings, wie immer, geile Figur. So, kommen wir zur Prime-Figur. Das heißt Voyager Prime Ultra Magnus. Wie ich schon einmal sagte, eine sehr schöne Figur. Sehr viele Details. Kann es jetzt nicht so gut drauf erkennen. Ah, doch, geht. Ein Autobot-Symbol. Was ich zugebenermaßen muss, in einer falschen Farbe, wie ich finde, vorhanden ist. In einem Rot oder sowas wäre es wahrscheinlich stimmiger gewesen. Der Hammer des Solus Prime. Einen schönen Torso, der ungefähr auch genauso gehalten ist wie der vom Voyager Prime. Genauso wie die Beine. Man muss sagen, das Grundgerüst von Prime und von Ultra Magnus sind absolut die gleichen. Hier im Vergleich Prime. Absolut gleich gehalten. Man sieht, die Schultern sind absolut identisch. Die Arme sind identisch. Alles identisch. Der Torso ist identisch. Die Beine sind identisch. Also eigentlich ist es nur eine Recolor-Version, nur mit anderen Köpfen. Das Frontpanel ist komplett anders und die Schultern haben eine Verlängerung bekommen. Ansonsten absolut die gleiche Figur. Ja, packen wir Primer wieder weg. So, wie gesagt, kommen wir einmal mal zu den Waffen. Ultra Magnus wird, wie gesagt, geliefert mit dem Prime Schmiedehammer, mit dem quasi die ganzen Artefakte der Primes geschmiedet werden. Sehr schön gehalten. Ist auch sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen, für ein Stück Plastik. Das Jetpack auf seinem Rücken kann einmal die Flügel nach unten winkeln. So. Und auch die Flügel nach hinten quasi zusammenklappen.
nach unten winkeln. Die Raketen können auch hier senkrecht befestigt werden. Wahrscheinlich in der zusammengeklappten Version deutlich besser. So, das Jetpack kann abgenommen werden. Einmal hier oben anwinkeln und abziehen. Und dann ist es eigentlich genau die gleiche Figur wie Prime. Man sieht es hier nochmal im Vergleich. Nur, dass bei dieser Figur hier die Löcher vorhanden sind. Man sieht es hier hinten. Da steckt bei der Version des Prime natürlich das Auspuffrohr drin, was sie hier komplett nicht vorhanden haben. Das haben sie komplett weggelassen. Sehr schade natürlich, aber wegen dem Jetpack auch nicht anders machbar. So, die Figur, wie gesagt, an sich lässt sich auch genauso verwandeln wie die Prime-Figur. Sie hat nur dank des Jetpacks ein kleines nettes Gimmick. Da wollte ich drauf zu sprechen kommen. Die Raketen kann man hier oben reinschieben. So. Dann kann man sie im Robotermodus nach vorne biegen. Winkeln ist wahrscheinlich eher das bessere Wort. Und durch einen Kugelflip-Mechanismus, was natürlich die Feder einspart, kann man die quasi auch abschießen. Ebenso. So. Man kann natürlich auch die Kanonen, ich sag die Raketen, auch seitlich hier oben an der Schulter anbringen. So. Zweite Rakete auch. So, und schon hat man die Raketen oben dran. Ja. Gut, okay. Das ist allerdings nur so ein kleines Gimmick. Muss nicht unbedingt sein. Finde ich eigentlich auch so besser. Wie gesagt, hammergeile Figur. So, jetzt kommen wir mal zur Transformation. Die Transformation ist genauso wie bei Prime. Mit einem kleinen Unterschied, was die Schultern angeht. Bei Prime müsste dieses Teil quasi einmal rumgeklappt werden, aufgewinkelt werden. Das ist hier nicht so. Hier ist es in einem festen Guss. Das hat was hiermit zu tun. Man winkelt einmal die Schultern nach oben. So. Erstmal zur Seite. So. Winkelt man so an. Das einmal. Dann zieht man hier oben den Torso quasi heraus. So. Winkelt das natürlich einmal so nach oben. So. Dann einmal winkelt man hier hinten die Scheinwerfer so ein bisschen an. So. Jetzt muss man, damit das hier nicht blockiert, das erstmal ganz rausziehen. So. Und winkelt den Kopf einmal so an. Dann dreht man so herum den Brustkorb, damit er hier die Scheibe bildet. Ich muss natürlich dazu sagen, großes Manko davon, man sieht es, das Autobot-Symbol ist verkehrt herum. Das hätten sie besser lösen können. So, zum Beispiel, dass es hier oben anbringen, weil dieser Teil hier, wenn es hier angebracht gewesen wäre, dann hätte man es gut quasi verstecken können im Fahrzeugmodus, denn der klappt komplett ein. So, wie gesagt, so viel dazu. Dann einmal Knieschoner hoch, dann die Beine hier rein anwinkeln. Das ist quasi die Trailer-Verbindung. So befestigen. Ich muss ja sagen, ich hoffe ja noch sehr, dass Hasbro irgendwann auf die Idee kommt, oder irgendein Drittanbieter, und hier einen Anhänger quasi dazu herausbringt, was sehr cool wäre. So, lasst mich kurz überlegen. Ja, genau. Die Arme nach hinten anwinkeln. Umdrehen. Ach, ein wenig kompliziert. So, die Arme, wie gesagt, hier runterdrehen. Dann einmal hier unten
unter dieser Frontscheibe entlang klappen. So, bis es quasi so miteinander verbunden ist. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Hier sieht man auch schon Manko, diese Schulter sind ja sehr stark im Weg bei der Verwandlung. So, einmal rum. Die Arme nach unten winkeln, damit sie hier nicht im Weg sind. Vorne verbinden, was aber allerdings auch nicht gerade leicht ist. So. Hier vorne. Und jetzt quasi den größten Teil schon fertig. Einmal jetzt das Rumklappen. Hier rumklappen. Jetzt erstmal flügelartig die Seiten zur Seite. Das macht alles deutlich einfacher. Und jetzt hier diese kleinen Packs, die hier unten sind, kurz anheben. So, miteinander verbinden. Und schon ist es fest zusammen. Jetzt, ja, ich winkel immer ganz gerne die Beine einmal runter. Das macht alles wieder ein bisschen einfacher. Oben die Schultern nach vorne klappen. Die Schultern hier wieder gerade. Hier oben verbinden. Ich zeige es nochmal genau. Hier sind kleine Packs, man sieht es hier wieder. Da verbinden. Und dann einfach wie bei Prime quasi einmal hier rüber klappen. So, und dann quasi hier und hier einrasten lassen. Manchmal hält es nicht so richtig. So, dann die Seitenteile hier unten. Ganz wichtig, diese zwei Packs, einer der von hier oben, einmal der von hier unten, müssen richtig ineinander greifen. Ansonsten hält die Figur später nicht zusammen. So, jetzt hier oben, diese kleinen Packs hier. Diesem Schlitz hier vorne verbinden. Na, so. Jetzt kann man die Reifen wieder hochdrehen. Und diese Teile einmal hier reinklappen. So. Ja. So. Und das ist eigentlich schon, ja, das hält irgendwie nicht so richtig. Das ist auch wieder ein kleines Manko von dieser Figur. So, das ist jetzt eigentlich Ultra Magnus. Muss mal gerade gucken, das hält hier nicht so richtig. Ja, okay. Ist wieder rausgesprungen. Hier vorne springt es auch sehr oft gerne mal raus und dann ist die ganze Figur irgendwie nicht mehr so ganz stimmig. So, die Schultern hängen natürlich gegenüber der Prime-Version hier raus und die Schlote fehlen leider komplett. Man munkelt, dass es mittlerweile schon eine neue Version hiervon gibt, wo die Schlote mit dabei sind. Hier ist es jetzt allerdings in dieser deutschen Version leider nicht der Fall. Die Waffen, zum Beispiel dieser Hammer, die kann man natürlich hier vorne befestigen. Ja, gut. Okay, scheinbar doch nicht. So ganz. Egal. Man kann jetzt das Jetpack quasi einmal verwandeln, indem man das hier einmal rumklappt. So. Diese drei Packs, die man hier hat, werden quasi direkt hier eingesteckt. Das heißt, ich stecke es hier so rein, bindet es und das war's dann auch schon. So. Das ist quasi sein Rückenteil. Sein ja, Aufsatz, wie auch immer. Und jetzt ist das, wie ich es beschrieben habe, kann man die Kanonen horizontal dazu befestigen. So. Und den Hammer kann man quasi hier einmal versenken. Und, ne, will irgendwie nicht so richtig. Seite. Wie gesagt, einmal hier versenken und ihn dann befestigen. Ich muss gerade mal gucken. Ah ja, hier ist ein kleiner Pack und hier ist eine kleine
Öffnung da. Die müssen miteinander verbunden werden. Das heißt, man steckt sie rein, schiebt sie hier drauf und schiebt dann sie zusammen. So, und jetzt ist der Hammer auch verstaut. So. So. Und das ist jetzt der fertige Ultra Magnus in seinem Fahrzeugmodus. Schön detailliert. Ah, ich liebe diese Kamera. Dank Sedak Schnegge habe ich jetzt quasi eine Kamera, die er übrigens auch nutzt für seine Reviews, die wirklich hier jetzt das volle Potenzial der Figuren wirklich zeigt. Vorne. Vorne am Frontgrill. Natürlich das schöne Autobot-Symbol. Gelbe Frontscheinwerfer. Die roten Scheiben mit dem verkehrten Autobot-Symbol. Und den Raketen an der Seite. Ja, und dann nochmal. Ah, das ist natürlich so eine Sache mit dem Wegrollen. So. Halte ich es mal kurz fest. Wie gesagt, dann nochmal mit dem Jetpack hinten aufgeschlossen. Und dem Hammer. Eine solide Figur. Was ich, wie gesagt, daran liebe, ist, dass sie quasi das Grundgerüst von Optimus Prime aus der Voyager Serie 1 ist. Ja, also ich finde, bis auf, wie gesagt, kleine Mankos, wie dass die Schultern hinten zu weit rausgucken, dass die Schlote hier fehlen und das verkehrte Autobot-Symbol. Darüber hinweg gucken kann, ist es eine Figur, wo ich sage, must have, definitiv. Besser als der alte Ultra Magnus, der wirklich keinerlei Ähnlichkeit eigentlich mit der aktuellen Serienfigur hat. Genial, holt ihn euch, es lohnt sich. Muss allerdings dazu sagen, er ist teilweise mittlerweile nur noch schwer zu finden. Vorher war er ziemlich oft in jeder Wave mit drinne. Mittlerweile ist die Wave aber schon wieder aus dem Sortiment verschwunden. Eine neue Wave ist mittlerweile erschienen und dadurch ist die Figur schwerer zu finden. Wenn ihr sie findet, holt sie euch. Die Figur ist mittlerweile bei eBay relativ teuer, wenn ihr sie haben wollt. Schlagt zu. Ich würde der Figur alles in allem trotz Mankos 9 von 10 Punkten geben. Robotermodus 1A, tolle Posen, gute Beweglichkeit, genauso wie Voyager Prime. Andererseits auch im Fahrzeugmodus eigentlich sehr stimmig gemacht, mit dem Aufsatz hinten drauf. Vor allem auch sehr schön, da er sich jetzt auch von dem aktuellen Voyager Prime an sich unterscheidet, da er der Voyager Prime jetzt ein komplett neues Mold bekommen hat und sie sich jetzt nicht mehr wirklich ein Ei, also wie Zwillinge quasi, voneinander unterscheiden. Quasi gar nicht. Deswegen, sehr schön, holt sie euch. Ich kann euch nur empfehlen, diese Figur euch zuzulegen. Und falls ihr Fragen habt, wie auch immer, einfach in die Kommentare posten. Ich versuche darauf einzugehen. Oder schickt mir eine Nachricht, wie auch immer. So viel dazu. Ich wünsche euch noch etwas und viel Spaß. Wir sehen uns bei unserem nächsten Review. Euer Rex4.